Viele Menschen schämen sich für ihre Stimme, zum Beispiel wenn sie ihre Stimme aufgenommen hören, singend oder sprechend, meistens in beiden Fällen. Mir ist es genauso gegangen früher und es hat sich komplett verändert. Es gibt also gute Aussichten darauf, dass du, falls es dir auch so geht, Hoffnung haben kannst, dass das nicht weiter so bleiben muss. Ich erzähle dir gleich mehr dazu. Wenn man jetzt also seine Stimme nicht mag, dann zeigt man sich natürlich auch nicht gerne mit seiner Stimme. Man zeigt sich nicht gerne vor anderen, man spricht nicht gerne vor anderen, man singt schon gar nicht gerne vor anderen. Das bedeutet ja nochmal eine viel tiefere Intimität, wenn man sich singend zeigt. Und man schämt sich eigentlich immer, wenn man irgendwas sagt, ja? Und deine Stimme ist so ein wichtiges Werkzeug. Es ist die Vermittlerin zwischen deiner Innenwelt und deiner Außenwelt. Und wenn du damit nicht in Frieden bist, dann kann das weitreichende Konsequenzen für dein Leben haben. Gehört wird man ja so oder so. Ob man jetzt lauter oder leiser spricht, irgendwas wird ja von einem wahrgenommen oder man muss sich ja auf die eine oder andere Weise mitteilen. Nur wenn man eben in dieser Scham stecken bleibt, dann wird man oft nicht richtig verstanden, missverstanden oder es kommt dem Gegenüber nuschelig vor oder weil die energetische Ebene nicht stimmt, kommt es irgendwie total komisch, verworren an, sodass das Gegenüber nicht klar verstehen kann, was du sagst, obwohl du es vielleicht klar ausgesprochen hast. Oder aber du sprichst mit einem sehr geschlossenen Kiefer, weil du doch lieber eigentlich nicht gern hättest, dass man deine Stimme hört. Und aber irgendwie musst du ja auch was sagen, weil sonst kann dich niemand verstehen. Verstehst du, was ich meine? Aber es ist alles so ein Krampf. Und das muss ja nicht so bleiben. Oder möchtest du auch wahrscheinlich nicht, dass es so bleibt. Oder die Menschen, die es haben, die dieses Problem haben, leiden ja darunter, oder? Natürlich vermeiden es diese Menschen auch, sich selbst aufgenommen zu hören. Ne? Also sie laufen natürlich davon weg, wenn sie ihre eigene Stimme irgendwo wiedergegeben hören, also von Sprachnachrichten zum Beispiel oder kleine Videos oder sowas kommen, weil dann immer dieses Schamgefühl aufkommt. Aber davor wegzulaufen ist natürlich keine Lösung, es ist lediglich eine Vermeidungsstrategie und es führt nicht zur Heilung. Was man stattdessen tun kann und was mir auch wirklich geholfen hat, und vielleicht magst du dieses Video teilen, wenn du jemanden kennst, der dieses Problem mit seiner Stimme hat, sehr, sehr gerne teilen. Was mir also wirklich geholfen hat, ist, die Gefühle zu fühlen, die dabei aufkommen, wenn ich mich höre, wenn ich meine Stimme höre, mir wirklich Raum zu nehmen, all diese Gefühle da sein zu lassen und eben nicht vor den Gefühlen wegzulaufen, wie man das ja sonst so gerne tut. Das kennst du wahrscheinlich auch, ne? Das kennen wir, glaube ich, alle als Menschen. Man kann sich selbst ein so, so guter Zuhörer sein, als wäre man eine andere Person, kann man diese Aufnahme anhören von der eigenen Stimme, ob du dabei gesungen hast oder gesprochen, ist ganz egal. Und wenn du wirklich mit einem offenen Herzen hörst und tief lauschst, dann kannst du etwas verstehen über dein Unterbewusstsein, über deine tiefer liegenden Ängste, über deine Blockaden. Und dadurch kann es in die Heilung kommen, wenn du erstmal entdeckst, was da alles noch ist, anstatt einfach immer nur wegzulaufen. Und zusätzlich gibt es noch einen anderen ganz wundervollen Weg, seine Stimme ganz bewusst, den Klang der eigenen Stimme ganz bewusst zu verändern, indem wir wirklich unseren Klangkörper nutzen. Die meisten Menschen nutzen wirklich nur im Hals und ein bisschen was darüber, aber es ist keine Anbindung an das ganze Sein da, es ist keine Anbindung an den Körper da. Und sowas mache ich tagtäglich mit meinen lieben Teilnehmern in der Seelenstimme-Akademie, dass wir wirklich den Körper anbinden und hier alles Potenzial, was wir an Klangkörper in uns haben, Resonanzräume, ganz, ganz tief erfühlen und erforschen und dadurch in die Heilung finden. Dadurch verändert sich ganz automatisch von allein der Stimmklang, ohne dass du mental etwas analysieren musst. Du kannst wirklich einfach das sein, was du bist, ein fühlendes Wesen und dich dadurch in die Heilung hinein singen, hinein klingen. Wenn du in der Tiefe klingst, dann ist es wirklich ein zu dir selbst finden. Denn Klangarbeit ermöglicht uns, das Bewusstsein zu verkörpern. Ja? Also Klang ist ja nichts weiter als Energie
Und mit dieser Energie in Form von Klang in deinen Körper hineinzukommen, bedeutet Verkörperung von Bewusstsein. Und die allerwenigsten Menschen verkörpern wirklich das, was sie sind, sondern sie sind einfach fest in ihren Körpern und es ist nichts Durchlässiges da. Deswegen klingt auch die Stimme hart und man hört es nicht so gerne. Es ist nicht so angenehm beim Zuhören. Man hat eher das Gefühl, dass vielleicht so eine Schallwand auf einen zukommt. Vielleicht kennst du das auch von manchen Sängern, die so auf die Stimme drücken. Und genau dem wirken wir natürlich entgegen, wenn wir so tief in die Räume hineinklingen. Dabei können wir dann endlich dieses Schamgefühl ablegen und wirklich in Frieden kommen mit dem Klang unserer Stimme. Und ich weiß nicht, ob du das auch mal gehört hast, im Kundalini-Yoga gibt es einen wundervollen Spruch, der sagt, wenn du etwas verändern möchtest, musst du zuerst deine Stimme lieben. Und da ist wirklich was dran in meiner eigenen Erfahrung. Von ganzem Herzen lade ich dich ein zum Gespräch, in dem du mehr über diese Arbeit erfahren kannst. Wir schauen gemeinsam, wo stehst du gerade in deinem Prozess? Wie ist dein Verhältnis zu deiner Stimme? Bist du da schon näher dran oder schämst du dich noch für deine Stimme? Und dann gucken wir einfach, dass wir einen guten Impuls für dich finden, wie es da weitergehen kann auf diesem Weg. Alles Liebe, danke dir.